Hallöchen und herzlich willkommen. Ich begrüße euch hier in unserem Park. Wir haben natürlich wieder mal eine Menge zu tun. Wir werden hier erstmal wieder so weit loslegen. Ich fange erstmal an, hier ein bisschen Cola einzusammeln. Und dann werden wir sehen, was wir hier und heute noch so machen können. Ich weiß natürlich nicht, was für Events sind hier gerade am Start. An welchen können wir eventuell so ja teilnehmen, um natürlich die nächsten Pakete hier für uns zu nach Hause zu holen. Also wie gesagt, das wäre natürlich geil, wenn da irgendwie was geht. Wir gucken uns das auf alle Fälle gleich gemeinsam an und machen uns natürlich auch hier gemeinsam Bild von den Events und werden dann natürlich auch gemeinsam entscheiden, wie und was wir hier und heute zocken. Also ich hoffe jedenfalls, dass ihr mir da irgendwie ein bisschen unter die Arme greifen könnt. Also cool wert natürlich, weil für mich ist das natürlich auch immer eine schwierige Geburt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann haben wir das erstmal erledigt, können dann natürlich erstmal hier unser Gratis-Wundertüte einsammeln. So, der Jutta Raptor, den brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber den nehmen wir natürlich erstmal mit, checken dann natürlich hier erstmal unser Labor und gucken darin, was geht hier am Ende. Oh, da haben wir nicht so viel Glück gehabt, da würde ich sagen, probieren wir gleich nochmal aus, investieren nochmal ein paar Dino-Dollar und natürlich ein paar DNS im Vorfeld, haben das dann immer noch nicht geschafft, von daher müssen wir hier auf jeden Fall nochmal in den sauren Apfel beißen, investieren hier nochmal kurz was, haben den jetzt auf Stufe Nummer 11 hier levelt, das ist natürlich auch geil, das heißt natürlich, wir leveln den an Kylodokos jetzt natürlich erstmal weiter auf Stufe Nummer 20 und dann könnten wir den auf alle Fälle gleich nochmal kreuzen, würde ich sagen, beziehungsweise weiter evolutionieren. So, dann würde ich sagen, entwickeln wir den Kollegen 8 Stunden dauert. Drückt mir die Daumen, dass da am Ende hier irgendwie was bei rauskommt. So, das haben wir erledigt. Dann checken wir hier nochmal die Lage. Sammeln hier natürlich erstmal den nächsten Dino ein, den Kulasuchus. Platzieren den erstmal, könnten den natürlich dann auch noch ein bisschen füttern. Ich würde sagen, machen wir erstmal, knallen den erstmal hoch. Bis auf Stufe Nummer 10. Und dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns hier und heute natürlich erstmal auf die nächsten Events. Ich bin natürlich gespannt, was können wir hier und heute reißen? Haben wir da eventuell noch die ein oder andere Chance? Vorher können wir hier nochmal einen Dino Rind klatschen. Ich würde sagen, das machen wir erstmal. Hauen dann hier den Prognatodon drin. So, das dauert insgesamt 11 Stunden 57 Minuten. Dann haben wir das erledigt. Sammeln hier nochmal ein bisschen Kohle ein und dann gehen wir, wie versprochen, erstmal hier in den Kampf. Was haben wir hier? Pflanzenfresserpanik haben wir und es kommt nicht auf die Größe an. Okay, zwei fette Events. Fleischfresser extrem selten. Oh, da haben wir gute Chancen, muss ich sagen. Würde ich sagen, probieren wir es so erstmal aus. Und gucken einfach, was hier am Ende bei rauskommt. Ich habe eigentlich relativ gute Gefühl hier im Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also den ersten Kampf nehmen wir natürlich mit. Den ersten Schlag, nicht den ersten Kampf, nehmen wir natürlich erstmal mit in die nächste Runde. Warten ab, ich hoffe nicht, dass der Gegner angreift. Oh, das war natürlich unser Glück. Wir nehmen gleich nochmal drei mit. Oh, der Gegner blockt doch erstmal zwei. Das ist natürlich umso besser für uns. Zwei Schläge hat er, was macht er jetzt? Greift doch mit zwei an. Das ist für uns eigentlich relativ gut, weil wir wissen, der Gegner kann jetzt nicht mal mehr einen Schlag blocken. So, dann würde ich sagen, haben wir den Sieg auf alle Fälle so schnell in der Tasche wie fast noch nie, muss ich sagen. Also das Ding auf jeden Fall ratzifazi, fette Sache, coole Ding auf jeden Fall. So, den ersten Kampf haben wir natürlich erstmal für uns entschieden. Das heißt natürlich, wir müssen gucken, wie es hier im zweiten Kampf weitergeht. Wir gucken gleich nochmal rein, Pflanzenfresser, was haben wir hier, was haben wir hier, was haben wir hier? Pflanzenfresser extrem selten, dreimal, alter, wat? Das wird ein hartes Brot. Da müssen wir natürlich gucken, wie wir uns hier am besten verkaufen können. Alter, das wird hammerhart. Aber ja, wir müssen gucken, was da am Ende geht. Was haben wir hier? Hier haben wir natürlich auch noch ein Event am Start. Könnten hier Pflanzenfresser einmal. Wie? Ich darf nur einen Pflanzenfresser mitnehmen? Aber Fleischfresser darf ich noch mitnehmen, aber wie?
Ich denke mal schon. Ich würde sagen, probieren wir einfach mal im nächsten Let's Play aus. Gucken jetzt hier natürlich nochmal eine Live-Arena. Da will ich auch nochmal ein bisschen Action machen. Will hier heute auf alle Fälle noch einen Kampf aufs Parkett feuern. Von daher würde ich sagen, legen wir hier auch erstmal los. Ich weiß natürlich noch nicht, wen wollen wir mit in Kampf nehmen. Ich würde sagen, wir probieren mit den dreien erstmal aus und checken natürlich hier erstmal den Gegner. Ich hoffe natürlich, dass wir den irgendwie bezwungen kriegen. Was ich natürlich noch nicht so wirklich glaube. Kommt natürlich drauf an, was für Gegner warten hier auf uns. Aber es sieht eigentlich ja nicht so verkehrt aus. Also erstmal mal muted Gefühl, weil die Wahl unser Fleischfresser hat natürlich erstmal dadurch, dass er hier am Anfang dran ist, erstmal auf jeden Fall alle gerade gerückt, muss ich sagen. So, zwei Schläge, da würde ich sagen, wenn wir gleich mal zwei Schläge investieren. Hauen den erstmal weg und haben jetzt eigentlich nur noch einen Gegner mit zwei Pflanzenfressern am Start. Also ich glaube nicht, dass der hier heute noch wirklich was reißen kann. Wenn er jetzt zweimal angreift, wäre für uns optimal. Macht er mit Sicherheit nicht. Nehmen wir erstmal zwei mit in die nächste Runde. Warten ab, was macht der Gegner. Könnt jetzt natürlich mit alle fünf angreifen. Macht er aber nicht. Gut, okay. Wechseln wir unseren Dino erstmal zu dem hier und nehmen Viere mit in die nächste Runde. Warten jetzt ab, der Gegner blockt ihn. Das heißt natürlich, der hat jetzt insgesamt 8 Schläge am Start. Könnte natürlich frontal rufieren, aber wie macht er, weiß ich natürlich auch nicht. Oh, der kloppt alle 8 drauf. Das war uns natürlich optimal, weil die Wahl ja nicht einen Schlag geblockt. Haben somit jetzt selbst 8 Schläge in der Tasche. Das würde ich einfach mal vorschlagen. Das war jetzt natürlich erstmal ganz entspannt angreifen. Ich glaube, 3 Schläge müssen wir investieren. Haben wir den natürlich erstmal weggekloppt. Blocken ihn und nehmen 4 mit in die nächste Runde. Somit würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir den Sieg so gut wie in der Tasche haben. Ich meine, was will jetzt noch passieren? Was will der Gegner jetzt noch machen? So, alles klar, da würde ich sagen, sind wir durch, könnten jetzt den Dino erstmal wechseln, das machen wir auch erstmal und kloppen dann alle 7 Schläge hier auf den Korb, holen uns damit natürlich den nächsten Sieg und haben somit hier in dem Fight alle soweit richtig gemacht. Also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall monstermäßig zufrieden mit dem Ergebnis, von daher können wir uns nicht beklagen, haben hier erstmal die nächste Belohnung in der Tasche. So, drehen dann hier nochmal am Kampfrad oder holen uns hier den nächsten Kampfpreis. Naja, kohletechnisch nicht so cool, da wäre mir die DNS doch ein bisschen lieber gewesen. Aber gut, am Ende ist es halt so, wie es ist. Für heute sind wir erstmal wieder so weit durch. Ich wünsche euch was, bis dann, tschüss.